Hallo Leute, ich habe hier Handtücher und neue Formil 3 in 1 Caps mit Morgenfrische. Ja, das mache ich jetzt mal auf. Laut. So, hier ist voll viel Kleber und nicht. Das sind so kleine Tütchen. Mit wiederverschließbarem Teil, also das ist sehr cool. Und da sind 18 drin, jeweils 3 Stück. Die anderen kommen in den Keller. Ich brauche ja nicht alle hier. Auf den Stuhl und dann nehmen wir da. Gucken wir mal, wie wir das aufbekommen. Ah, hier. Moment. Die riechen einfach nur cool. Okay. So sehen die aus. Also die riechen echt ganz gut. Dann tun wir da mal einen von rein. Kommen die Handtücher dazu. Und ja, das riecht echt gut. Nix mache ich gleich mal zu. Dann nehme ich noch ein bisschen von so ein bisschen. Das reicht schon. Ist nicht viel. So sieht das aus. So, meine letzte Wäsche waren Schuhe. So, Kochbund, 60 Grad natürlich. Und einmal Zeit sparen, mein Lieblingsprogramm. Ja. Dann nehmen wir noch Essig. Morgenfrische. Bis 95 Grad sogar. So. Machen wir das mal zu. Wir sehen uns gleich, wenn es mehr Wasser hat. So, Zeit wurde gekürzt und Heizung angemacht. Und ich finde, dafür, dass ich so wenig Waschmittel vom Ariel genommen habe, schäumt das sehr, sehr gut. Ich bin echt mal gespannt auf den Duft, weil hauptsächlich deswegen hole ich mir meistens Waschmittel. Muss ja gut riechen, ne? Ich habe halt auch nicht übertrieben, wie man sieht. Schon echt sehr gut. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis später, bis sie fertig ist und ich zeigen kann, wie es riecht und so. Ja. Bis dann. So, die macht schon hier Geräusche. Also ist sie fertig. Machen wir mal auf. Okay. Oh. Ich hole mal alles raus. Ja, also riecht nicht besonders viel, aber es riecht sehr frisch. Ja, das muss man sagen. Also es riecht leicht und für Handtücher ist das eigentlich ganz angenehm. Ja. Und da ist noch einer. So. Stecken wir das noch nicht aus. Das kommt dann jetzt in den Trockner. Hier hängen noch alle anderen Sachen. Ja, riecht jetzt nicht besonders viel stark oder so, aber es ist angenehm.
Ja, ich finde es ganz gut. Oh, ein Cent. Lol, der war in der Wäsche drin. Das ist ja mal was. So. Dann kommt das auf Schrank trocknen. Und ab die Fahrt. Bis dann.